Jetzt sind wir bei der Königsklasse des Kastenwagenbaus bei der Firma Lastrada, die sehr hochwertig und gut die Kastenwagen ausbaut. Und hier ist unser Ansprechpartner Rudi. Hallo Rudi, grüß dich. Grüß dich, Jürgen. Jawohl, ich übergebe dir das Mikrofon. Was haben wir denn bei Lastrada Neues für das Modelljahr 24 zu erwarten? Also, wir haben hier ein Avanti EBF, abgeleitet vom Avanti EB, mit Längsbetten. Aber die Option F steht für Family. Wir haben hier im Fahrzeug ein Hubbett mit einer Länge auf, sage ich mal, 60% der Bettbreite mit 2 Meter und verjüngt sich hier kurz auf 1,75 Meter. Aber für zwei Kinder absolut super zum Schlafen, Platz genug. Ich kann es euch gerne nachher auch mal live zeigen. Da kann man vielleicht auch mal drauf schwenken, dann sieht man die wirklich immense Liegefläche. Super. Den schauen wir uns jetzt zusammen an. Okay. Bitte. Ja, Rudi, das ist ja richtig gemütlich hier in dem Lastrada. Was mir auffällt, ist äußerst hochwertige Verarbeitung. Und jeder Lastrada, der hier ausgestellt ist, ist innen anders. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass Lastrada wirklich als mir bekannt einziger Hersteller eine Möglichkeit bietet an Dekoren. Können wir nachher mal vielleicht einen kurzen Schwenk machen. Wir haben 12 Hölzer, wo wir wirklich individuell für jeden Geschmack kann sich der Kunde das selber zusammenstellen. 4 Serienpolster, 4 Teillederpolster, 4 Echtlederpolster. Dann gibt's noch optionale Polster, glaube ich 8 Stück. Und wenn der Kunde da noch nichts findet, gibt's noch Couponware mit 60 unterschiedlichen Stoffen. Also ich habe noch keinen Kunden getroffen, der nicht am Schluss zufrieden und gesagt hat, ich habe genau mein Auto von der Farbgestaltung. Jetzt macht es mit Manufaktur auch Sinn. Da kann wirklich jeder seinen Lastrada sich so zusammenstellen, wie er möchte. Ja, in Anführungszeichen Interieur ja. Was natürlich die Grundrissthematik angeht, kann man keine Veränderung vornehmen. Dafür bietet Lastrada aber so eine Vielzahl an Grundrissen, ob Längsbetten, ob Querbetten, mit großer Dusche, mit kleiner Dusche, mit Hubbett, ohne Hubbett. Da findet eigentlich jeder seinen passenden Grundriss. Genial. Ja. Dann gehen wir mal wieder zurück zur Neuerung, zu dem Avanti EBF. Ja, gerne. Erklär mir mal, was sind die Features von diesem Auto, was sind die großen Vorteile? Also die Features, wie ich vorhin schon kurz angesprochen habe, ist eigentlich zu, ja, überwiegend dieses Hubbett, abgeleitet vom Avanti EB, der ja schon seit 6-7 Jahren bewährt ist, nicht verändert ist, hat zwei große Einzelbetten mit 1,95 Meter auf beiden Seiten. Na, eine Seite ein bisschen kürzer mit einem Mittelgang, wo man einfach getrennt schlafen kann. Das heißt, wenn nachts einer raus muss, muss er nicht über einen anderen drüber krabbeln. Und das ganz entscheidende Highlight ist jetzt hier eben dieses Hubbett. Viele fragen immer, wo bringe ich denn die Enkelchen unter oder zwei Kinder noch? Haben wir hier die Lösung, die über uns liegt. Und wenn du willst, würde ich es dir gerne mal zeigen. Mhm. Dafür müsstest du aber bitte mal einen Moment nach hinten gehen. Mache ich gleich. Und ich lege mal eine Sekunde das Mikro zur Seite. So, also die Neuerung, Avanti EBF, bedeutet dieses Hubbett. Und alles wie bei Lastrada wirklich leicht zu bedienen, völlig unkompliziert. Einmal hier kurz ziehen, dann kommt die erste Hälfte von dem Bett nach unten. Ich gehe ein Stück nach hinten und klappe die zweite Hälfte ab. Und habe dann praktisch oben ein Bett mit wirklich gigantischen Ausmaßen. Wie gesagt, eine Seite 2 Meter Länge, ca. 40% der Bettbreite. Die andere Länge verjüngt sich dann auf 1,75 Meter. Aber für jugendliche Kinder, denke ich, ist das eine vernünftige Größe. Und was bei Lastrada ja immer ist und auch in diesem ganz Bett wichtig, bestimmt? In allen Fahrzeugen natürlich Froli-Unterfederung, hochwertige Kaltschaummatratzen, ganz wichtig. Weil man darf nicht vergessen, schlafen ist einfach auch beim Reisen wichtig. Ich will ja morgens nicht aufwachen mit Rückenschmerzen, sondern einen angenehmen Schlafkomfort haben. So, 10 Sekunden Bettenbau, keine Elektrik, keine Anfälligkeit. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Super. Super. Rudi, das war jetzt ja richtig eindrucksvoll mit dem Bett. Das ist ja richtig toller Schlafkomfort. Also nicht 5 Polster, die hier vorne ein Bett machen, sondern klapp, klapp. Und du hast ein richtiges Bett. Wenn es da mal dicke Luft im Wohnmobil im Urlaub gibt, dann kann man auch mal getrennt voneinander schlafen. Ne? Das geht auch. Das ist ein Vorteil. Ja.
Der Lastrada hat aber noch mehr Vorteile. Ich weiß, dass die Sitzbank bei Lastrada was ganz Besonderes ist. Ja, also wenn man jetzt es so betrachtet, man hat schon eine sehr angenehme Sitzposition im Vergleich zu vielen Marktbegleitern. Aber Lastrada bietet noch wesentlich mehr. Nämlich, ich habe hier so ein kleines Griffchen, das hebe ich kurz an und fahre jetzt meine ganze Sitzposition mit Rückenneigung und kann mich hier wirklich bequem reinlümmeln. Ja, das ist toll. Ja. Das ist ein Feature, was auch ganz wichtig ist. Sie sehen, das Fahrzeug ist komplett Seitenwand, Decke, Schiebetür, Hecktüre mit einem atmungsaktiven Knautschvelour verkleidet. Hat mehrere Vorteile, möchte ich sagen. Das ist zum einen mal Schallschutz, zum anderen auch noch eine zusätzliche Isolierung. Aber ein ganz wichtiger Punkt, du weißt es selber, du bist im Winter unterwegs oder in der ganz harten Jahreszeit. Draußen kalt, innen warm. Was passiert? Schwitzwasser. Schwitzwasser, genau. Hm? Dieses Material kann die Feuchtigkeit aufnehmen, geht aber nicht nach innen durch. Und beim Stoßlüften geht die ganze Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug. Und es gibt immer noch Kollegen, die verwenden halt nur lackierte MDF-Platten an der Decke. Hm? Ja, und du weißt, jedes Fahrzeug hat eine leichte Wölbung. Somit laufen im dümmsten Fall wirklich die Wassertropfen hinter den Möbelbau. Und wenn man dann nach 4-5 Jahren mal so ein Auto von hinter der Verkleidung gesehen hat, das kann hier nicht passieren. Absolut super. Aber auch bei dem Wohnmobil gilt, genauso wie bei allen anderen, man muss heizen und lüften. Lüften genau ist ein ganz wichtiger Punkt, was viele vergessen. Wie zu Hause auch, ja. Da muss man auch die Heizung einschalten und lüften. Auch vielleicht zum Thema Heizung, was viele nicht wissen. Viele verwenden jetzt eine Dieselheizung, ist auch bequem. Sprit habe ich in der Regel immer an Bord. Nur wenn ich eine Kombi 6 Dieselheizung im Fahrzeug habe, diese Dieselheizung wird nie auf Volllast kommen für den kleinen Raum. Wichtig, einmal im Jahr, macht mal im Herbst, bevor ihr euer Auto abstellt, 2 Stunden Türen auf, Fenster auf und gebt mal der Heizung volle Last, damit die Kammer richtig ausbrennen kann. Sonst verrußt es mit der Zeit. Das ist typisch Diesel, ne? Wenn man Diesel nie wirklich bewegt, dann verrußt er ja so auch. So ist es richtig, genau. Gut, und was natürlich ein weiterer Vorteil ist, bei den H3-Fahrzeugen sind in allen Fahrzeugen Doppelboden. Das heißt, ich habe zusätzlichen Stauraum im Doppelboden und im vorderen Bereich, im Fußbereich hier an der Dinette, gehen zusätzlich noch Ausströmer rein. Das heißt, ich kann natürlich im Winter auch meinen Fußboden heizen. Sehr angenehm. Automatische Fußbodenheizung mit drin. So gesehen, kurz noch zur Erklärung, H3 ist die Höhe 3, also die Fahrzeuge bauen auf die höchste Kastenwagenhöhe des Fiat Ducatos auf. Richtig, genau. Hier kann man auch das Einzelbett relativ einfach zum Doppelbett machen. Wenn man das hier so rüberzieht, die Matratze rüberschiebt und hier hinten die Würfel noch einsetzt. Und zack, hat man hier hinten ein echt komfortables 2x2 Meter Bett. Rudi, vielen Dank für deine tolle Erklärung von dem neuen Avanti EBF. Ja, habe ich doch gern gemacht und ja, danke, dass ich die Gelegenheit hatte, ein bisschen was zusagen zu dürfen. Bitte schön. Danke dir. Ja.